Alljährlich vor Weihnachten lässt der Nürnberger Hersteller Fleischmann einen kompletten Zug in den bunten Preußenfarben auf die Modellbahngleise rollen. Mal ist es ein Güterzug, mal wie in diesem Jahr ein Personenzug. Alle Sets haben eins gemeinsam. Sie sind in ausgezeichneter Qualität gefertigt, reich detailliert, die Bedruckung ist lupenrein. Auch soll nicht verschwiegen werden, dass sie fertig montiert sind. Ein nicht unwesentliches Merkmal in Anbetracht der meist nicht mehr ganz jungen Käufer, die nicht alle mehr über eine ruhige Hand verfügen, um winzige Zugrüstteile in ebenso winzige Öffnungen zu stecken. Bei der diesjährigen Zugpackung ist allerdings die relativ geringe Zugkraft der Lok zu bemängeln. Sie ist gerade mal mit 134 Gramm ein ausgesprochenes Leichtgewicht. Zwar hat sie auf zwei ihrer sechs Treibräder Haftreifen und das Reibungsgewicht reicht aus, mit ihren drei Wagen am Haken auf der Ebene gut voranzukommen. Auch vorbildgerechte Steigungen im Promillebereich wird die TC nicht schrecken. Aber nicht alle Anlagen sind vorbildgerecht gestaltet und manche Steigungen bewegen sich eher im Prozentbereich. An diesen Stellen ist die Lok schlicht überfordert. Wer fast 400 Euro auf die Ladentheke blättert, möchte sich an der neu erworbenen Garnitur auf der Anlage erfreuen und sie womöglich nicht nur in der Vitrine aufbewahren. Die Zuggarnitur ist in Epoche 1 eingereiht, das ist die Länderbahnzeit bis 1922. Modelle von Vorbildern der KPEV, der Königlich Preußischen Eisenbahnverwaltung, sind in dieser Sendereihe schon öfters vorgestellt worden. Aber Königlich Preußische und Großherzoglich Hessische Staatsbahnen, abgekürzt KP und GHSTE, was ist denn das? Nun, vor Beginn der Reichsbahnzeit, Anfang der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, gab es in Deutschland nur Länderbahnen. Diese Zeit nennen Modellbahner die Epoche 1. Die Länderbahn in Preußen hieß bis 1896 Königlich Preußische Eisenbahnverwaltung, KPEV. Dann wurde sie umbenannt in Großherzoglich Hessische Staatsbahnen. Diesen Namen behielt sie bis 1918. Ab dann hieß sie schlicht Preußisch-Hessische Staatsbahn. Nun wissen wir also, das Vorbild dieses Zuges stammt aus der Zeit zwischen 1896 und 1918. Die T10, das T steht für Tenderlok, wurde auf die Räder gestellt, weil man für die beiden Kopfbahnhöfe Frankfurt und Wiesbaden eine Tenderlok suchte. Denn wesentliches Merkmal von Tenderloks war, sie fuhren vorwärts und rückwärts gleich gut und gleich schnell. Das sollten sie jedenfalls. Bekannte Vertreterinnen sind da zum Beispiel die Baureihe 78 mit je einem zweiachsigen Drehgestell vorn und hinten und die Baureihe 86 mit je einem einachsigen Drehgestell vorn und hinten. Wie Sie, liebe Zuschauer, gesehen haben, hat diese Lok nur ein einziges Drehgestell und zwar vorne. Und diese Bauart machte dem Vorbild Probleme. Denn bei schneller Rückwärtsfahrt reichten die großen Kuppelräder zur Führung der Maschine nicht aus, es kam zu Entgleisungen. Das Lokpersonal beugte dem dann vor, indem es die schnelle Rückwärtsfahrt vermied und die Lok lieber in Frankfurt oder Wiesbaden wendete. Lokomotivhersteller Borsig baute die Maschine in lediglich 12 Exemplaren. Ihre Verwandtschaft mit der P8 im Fahrgestell und der P6 im Kessel ist augenfällig. Von den 12 Maschinen übernahm die Deutsche Reichsbahngesellschaft, die DRG, 11 Exemplare und führte sie als Baureihe 76. Eins war als Reparationsleistung nach Frankreich gerollt, dampfte 1940 aber wieder den umgekehrten Weg. Die Bundesbahn übernahm 1945 8 übrig gebliebene Maschinen. Sie hatte aber keine große Freude daran, weshalb sie bis 1949 alle Loks verkaufte. Abnehmer waren Privatbahnen, für die sie teils bis 1965 arbeiteten.